Hallo. Unsere nächsten Folge. Genau, ich hab draufgehauen. Hallo. Die anderen beiden sind jetzt leider weg. Das heißt... die sind einfach gegangen, die hatten keinen Bock mehr. Die sind eingeschlafen und wir dachten uns, ja. Okay. Nee, das liegt eigentlich daran, dass Paul einfach kein Geld mehr hatte. Die Gage ist quasi jetzt aufgebraucht und jetzt bin nur noch ich hier, weil ich das umsonst mache. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir so in dieser Perspektive gerade reden. Ja, aber daran müssen wir uns gewöhnen, wenn wir unsere YouTube-Karriere aufrechterhalten wollen. Du meinst meine? Was willst du jetzt hier eigentlich? Naja, ich will quasi leechen und wenn ich dann meinen eigenen YouTube-Kanal starte, will ich quasi von dir promoted werden. Du Scheiße. Damit wir dann unser glorreiches Emporium gründen können. Aber ich habe gerade kurz Angst gehabt, dass das Spiel abstürzt. Kühlsysteme. Achso, das ist für ein Goldbold. Also ich hoffe, ich habe dann bis zu Veldi noch genug Bolts zusammen, dass ich dann noch das höchste Nano-Tech-Upgrade holen kann. Wie viel hast du jetzt? 22.000. Also ausgeben wird sich das definitiv. Bin gerade nur gespannt, was für Waffen noch kommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was hier noch kommt. Kriegst du nicht noch so einen normalen Raketenwerfer oder so? Den habe ich ja schon. Also ich meine nicht den Visor, ich meine nochmal so was anderes. Den ja? Aber vielleicht war es der, aber den hast du ja schon ewig. Hast du schon ewig. Also die Räder gibt's halt noch, ja, aber... Ja gut, das wird nichts. Boah, die Musik ist... Ah, 25.000 noch. Es klingt ein bisschen so, als würdest du hier gerade irgendwie auf einer... Keine Ahnung, irgendwie auf einer... Boah, mit was kann ich das hier am besten gerade vergleichen? So auf einer Redneck-Farm unterwegs. Du gehst einfach zu deinem crazy Onkel, der irgendwie... Genau, zu dem gehe ich jetzt hin. Hallo. Onkel. Hast du wenig Weed für mich? Stirb. Das ist die Antwort, wenn er Nein sagt. Dreh dich mal um. Ich find's so geil, dass sie das in das Remake eingebaut haben, wo ich die Stelle im Original schon eigentlich nicht so gut finde. Ich meine, es ist zwar was Abwechslungsreiches, so eine Stealth-Passage, wo man sich... Das Pacing ist ja aber nicht wirklich gut, dass es dauert. Die Stille geht echt wirklich lang. So, jetzt muss ich hier rüberspringen. Gottes Willen. Oh, hallo! Nein! Oh nein! Ja. Bin ich jetzt einfach wirklich tot, oder? Ich glaube, du bist tot, ja. Nee, der Alarm ist vorbei. Ah, okay. Gedribbelt. Die Jungs einfach gedribbelt. Hier ist eigentlich noch niemand. Muss ich rüber. Was finde ich halt wirklich krass für so ein Spiel, dass das halt durchgehend noch bis zum Ende wirklich noch was Neues macht. Wie hast du mich gesehen? Du bist gerade auf dem Feld gewesen. Ne, jetzt bin ich aber gleich tot. Außer... Oh. Okay, das ist noch ein HP. Ja, aber ich liebe. Jetzt nur nicht bei den Fässern dann sterben, die da runterfallen. Ich sehe schon deine Stealth-Fähigkeiten, hast du dir wahrscheinlich aus den Assassin's Creed-Spielen. Ich wollte gerade sagen, das ist gerade sehr Assassin's Creed, was wir hier haben. Oh Gott, ich glaube, ich werde jetzt getroffen. Das war so knapp. Eigentlich war das noch in der Hitbox drin. Das hätte mich eigentlich treffen sollen. Gut, das ging noch. Oh, hier wäre ich so oft als Kind verreckt, genau an dieser Stelle, weil ich das hätte so schwer einschätzen können. Du musst diese Waffe
Wachroboter zerstören. Sie dürfen auf keinen Fall den Alarmknopf drücken. Tja. Gut, dass du mir das jetzt sagst. Versuch. Ich versuche jetzt Leben einfach schnell. Ich habe keine Ahnung, wo die hingeschossen haben, aber die haben weggeschossen. Das ging sich gut aus. So. Mach bitte einmal den hier. Oh, würde man sich nicht so langsam bewegen als dieses Scheißding. Geht da mal bitte rein. Irgendwoher gerade ein Bolt bekommen. Ich glaube, das. Okay. Das geht so schwarz raus. Easy. Oh, da kam der Voice Crack gerade durch. Easy. Easy, hallo. Ich bin Robin! Wieder ein bisschen Hooked Slander betreiben. Haben wir wohl vom Server gebannt werden? Also den Hooked Slander betreiben wir halt sonst normalerweise immer auf dem anderen Discord. Ja, gut, dann. Da kann man das so umgehen. Weil da ja Leo jetzt mittlerweile drauf ist, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man das natürlich da noch machen kann. Ja, wir haben VIP. Wie viel Geld habt ihr denn dafür jetzt ausgegeben, dass ihr den Schmidt ranbekommen habt? Raik hat ihm Tekkenporn in den DMs geschickt. Da spielt er natürlich so viel Panik gestichen. Ja, da war so, okay, kann ich bitte auf diesen Server kommen? Ich hab ja auch das letzte Mal, wo du DMC5 gestreamt hast, auch gemeint, dass er mir einen Gefallen tun sollte und Robin dann eben einen Clip mit meine lieben Silent Tiller schicken soll. Oder zeigen soll einfach. Da hätte ich ihm das ja einfach als Bestechung geben können, ne? Tekkenporn? Tekkenporn, ja. So ein bisschen Tekkenporn. Ein bisschen Tekkenporn kann man nicht nachdenken, ne? So ein bisschen Yuri-Porn schicken. Wobei, Leo ist ja eher der San-Yuri. Ach, Yuri. Aber Leo ist der Yuri-Guy bin ich. Also, ja, kannst du nicht ein bisschen teilen? Deine Liebe? Ja gut, er kann die Füße haben, die interessieren mich ja nicht. Warum auch immer ich immer noch als dieser Fußguy gelte. Naja, das liegt daran, weil halt Yuri halt diese Crowd halt anzieht. Und Capcom das ja auch sehr, sag ich jetzt mal, ja, vom der Game Director. Dann doch recht energisch auch unterstützt. Yep. Bringt ja tatsächlich für Street Fighter 6 einen so einen offiziellen Swimsuit Magazin Skin? Oder Kalender heraus. Nee, aber nicht was? Skin, sondern halt so ein physisches Medium, also so ein Magazin, weißt du, wie so ein Supermodel Magazin oder so, wo dann aber halt Street Fighter 6 Art drin ist, wo dann halt die ganzen weiblichen Charaktere in Swimsuits und so halt am Strand liegen und so. Und das ist halt offiziell von Capcom einfach lizenziert. Das ist nicht irgendwie so ein Fan-Art-Ding oder Kalender oder so von Rule 54, sondern einfach von Capcom direkt stammen. Das finde ich schon, ist schon ein Commitment so. Also da muss man sagen. Ja, es hat schon sehr starke Dead or Alive-Anleihen dann, ne? Also mittlerweile geht's halt schon so ein bisschen in die Richtung, habe ich das Gefühl. Ich auch gar nicht mehr. Ich warte eigentlich nur noch auf die wirklichen Strand-Bikini-Outfits, die sie dann irgendwann mal noch droppen. Mir fällt ja auch gerade auf, wir gehen ja hier gerade durch diese ganze Dingens hier durch, wo die ganzen Kampfbots hergestellt werden. Das müssen ja, glaube ich, die Bots sein, die wir die Panzer bekämpft haben, ne? Ach so, ja, Panzer. Aber auch die Panzer, die man auf Orkson, glaube ich, ja hatte. Oder nicht auf Orkson, auf dem anderen Ding. Waren die auf Rilgar? Achso, du meinst Battalia und so weiter, ne? Wo. Ja. Aber ich weiß schon, welche Panzer du meinst. Also stimmt, auf Rilgar gibt's ja auch Panzer. Säurepanzer! Ich glaube, hier
Brauche ich jetzt nochmal schnell die Dingens. Die Stelle geht wirklich viel zu lang. Ich weiß, was die eigentlich ist. Aber dafür treffen wir gleich Clanks Mami. Mama Clank. Frag mich, wie die mit Nachnamen heißt. Hallo. Peter. Hallo. Hallo. Hallo, Mike. Sind wir schon da? Hallo, Kevin. Wir haben Balls. Balls. Das geht doch schneller als gedacht. So, jetzt, das ist tatsächlich eine richtig coole Szene. Sohn. So, das ist sogar auf Deutsch. Ja? Das ist ja geil. Du hast gut gehandelt. Versucht, Mama. Mama. Oh. Ich weiß. Hey Mann, eine Schwester! Oh Gott. Mein lieben Blanc. Unsere künstliche Welt ist betriebsbereit und kann bezogen werden. Wir haben allerdings noch ein kleines Hindernis zu nehmen. Diesen erbärmlichen Planetenklumpen. Durch einen dummen Zufall hält er die perfekte Umgebung an leider besetzt. Bald nicht mehr. Sehe den Deplanetisator. Der mächtigste Laser aller Zeiten. Bald bringen wir den Deplanetisator über der Planetenoberfläche in Stellung. Ich werde natürlich wie sieht das Ding auch im Remake so groß wird. Das Story dann noch reingebracht haben und hier im originalen Spiel kommt es erst wirklich relativ am Ende vor. Ja gut, aber im Remake hast du ja auch diese fucking Avengers-Typen. Er wird dafür bezahlen. Bezahlen! Bezahlen! Ich hätte schon viel früher wissen sollen. Drake wird schon sehen, was passiert. Drake wird schon sehen. Dreckschiffe! Was grinst du so? Grinst du so? Ratchet, auf den ich immer gewartet habe. Okay, dann müssen wir also auf Drakes Schiff gelangen. Drakes Schiff! Um zu sehen, wo er diesen Laser aufgestellt hat. Ich versuche dich stolz zu machen, Mama. Jetzt Mama. Warum spricht der Mama so komisch aus? Mama. Mama. Das hast du schon. Das ist so gut. Svetto. Weiter. Achso. Oh, doch. Da oben gab es doch einen Goldbeutel. So also ein Shit. Was gab es doch hier? Ja, let's go. Mich richtig erinnert. Mein Goldfischgehirn lässt mich nicht im Stich. Wo wir da auch schon wieder debunked haben, dass Goldfische ja auch da kein so schlechtes Gedächtnis haben. Ja? Anscheinend, keine Ahnung. Also Null hat das jedenfalls behauptet. Und ich glaub Null jetzt einfach mal. Naja, das Ding ist aber, das darfst du nicht vergessen, Null hat ja vielleicht selber auch nicht so ein gutes Gedächtnis. Null stinkt aber auch. Das stimmt. Nach Goldfisch. Nach Goldfisch. Wie riechen Goldfische? Fischig wahrscheinlich einfach, ne? Ja. Ein bisschen Wasser, so ein bisschen nach... So ein bisschen nach Wasser. So bis nach Algen. So Algen, genau. Algen. Plankton. Was essen Goldfische eigentlich? Die essen genau, Wasser. Die haben bestimmt so Zauberstäbe wie bei Helfen der Elfen und Gewehren der Wünsche. Geil. Ich immer kurz Angst, dass die PS2 irgendwie auf einmal einfach abstürzt. Nach dieser Ladesequenz, weil die teilweise ein bisschen stockt. Okay. Dann gibt es noch einen Goldbolt, der interessiert mich jetzt aber einfach nicht. Ich gehe jetzt einfach den Hauptweg lang. Ich will das Spiel jetzt endlich durch haben. Achso, das war jetzt mit diesen Platten, glaube ich, wo wir immer. Zum Raketenkreuzer. Kreuzer. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Der Hieb ist scheiße. Ja, scheiße. Eine gute Wahl. Okay, es gibt hier aber auch keine neue Waffe. Es kann auch sein, dass die Stromklaue die letzte war. Die ist halt schon gut. Also für im ersten Teil ist die echt stark. Aber 30.000 Bolzen sind halt so viel und ich brauche unbedingt mehr Leben für den Impuls.
man relativ gut Bolz fahren. So. Das sind schon wieder diese Kackbots hier. Hallo. Ich glaube, das ist... Nein! Kommt hier ein Laser runter oder so? Okay. Die sind einfach intelligenter wie die Wachen in modernen Videospielen. Eigentlich aber schon. Nicht viel. Aber die haben so ein Protokoll, wenn die da irgendeinen Fleischklumpen sehen, denken sie sich so, ah, let's go, erstmal vergasen oder so. Shit. So. Vergasen. Erstmal zu so einem Wolfenstein-Nazi werden. Ist nicht gut, dass die Hunde dich erschnüffeln können. Also. Dass Roboterhunde einfach auch bessere Nasen haben als echte Hunde. Roboter. Ist ja auch die Zukunft. Also das wird da schon bestimmt möglich sein, bei denen irgendein Protokoll einzubauen oder irgendwie, keine Ahnung, so ein Riechsimulator. Wodurch die einfach gut riechen können. Aber wieso gibst du das dann nicht den normalen Robotern auch? Sondern den Geld sparen. Okay. Das war mir schon ehrlich. Also wenn ich jetzt Drag wäre, würde ich so denken. Denkst du, dass wir die Gedanken, die wir gedacht haben, dass wir die denken? Denkst du das? Mir fällt gerade einfach nur so ein Kastenmilch in meinem Gedächtnis um. Die Gedanken sind mysteriös, und komplex. Bei Patrick finde ich das auch so krass, wenn ich mir manchmal so neue SpongeBob-Folgen, so Szenen angucke, so schlimm, einfach neuer Sprecher. Ja, also A, es ist schlimm geworden, aber diese Sprecher, ey, ich kann das nicht ohne diese alten Sprecher sehen. Es ist ja wirklich auch nur noch SpongeBob, glaube ich, übrig, ne? Die anderen sind ja alle tot einfach. Mr. Krabs ist, glaube ich, auch noch der... Nee, Benjamin Blümchen-Sprecher ist ja jetzt auch mit dabei gestorben, leider. Stimmt. Ja. Aber bis er verstorben ist, war er, glaube ich, noch da. Und ja, sonst sind alle... Das Komische ist, bei einer der neueren Folgen war auch der originale, also der Anfangs-Patrick-Sprecher auch nochmal drin und hat dort einen Seestern gesprochen. Das war ganz komisch. Der hat vor allem mit Patrick interagiert, mit dem neuen Sprecher. Vielleicht war das so ein hier Fackel abgeben Moment. Ja, nee, wobei eben nicht. Das war Sinn, irgendwann Staffel 8 oder Staffel 9, wo der schon längst gewechselt wurde. Also, es macht auch ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, weil wir interessieren sich ja eh nicht für die deutschen Sprecher. Also halt im englischen Original. Ja, was ich halt nur ein bisschen schade finde, weil das ist schade, nee, das stimmt gar nicht. Ich finde es aber nur schade, dass so viele Sprecher im deutschen gewechselt wurden, die deutsche Synchro. Eigentlich ist Staffel 5 durchgehend immer mit das ist besser als die Original-Synchro, finde ich. Würde ich auch sagen. Auch Joke-wise teilweise. Sie hatten teilweise ja auch so unique Jokes, wie zum Beispiel dieses, wo der fliegende Holländer irgendwie Mr. Krabs irgendwie holen will und dann sagt, ich bin nicht Mr. Krabs, ich bin Benjamin. Ach so. Das ist so gut und das funktioniert wirklich nur in Deutsch. Weil er sagt sie auch einfach wie Benjamin Blümchen so. Das ist so fucking gut. Vergessen, dass man hier auch nochmal wieder mit diesem scheiß Kackbot hier rumläuft, ey. Was? Ruhe. Komm, mein Ziel immer näher. Zum Glück. Ich bin der Müdigkeit nahe. Im Halbschlaf. War schon nur ein bisschen. Problem ist, das letzte Level wird auch nicht wirklich viel besser. Da muss ich richtig methodisch vorgehen. Das ist... Muss ich langsam. War Welden noch ein richtiges Level oder nur der Boss? Es war noch ein richtiges Level. Oh fuck. So, Wuffis. Oh. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt auch wirklich nicht erwartet, dass ich noch so viel spiele.
Weil ich dachte, okay, letztes Mal haben wir Orksong fertig gemacht. Vor allem habe ich dann noch Petali und alles drum und dran noch gemacht. Solange werden wir nicht mehr brauchen. Ja, Pustekuchen. Noch abgeballert werden? Nö. Wie leicht man das hier ausweichen kann. Im Remake stirbst du einfach sofort. Bist du einfach dead. Kommt so ein Laser runter und tschüss. Geil. Kommen die Brees dann nochmal? Danke. Freiwillig in den Laser reinläuft. Bum, bum. Ein Brill noch übrig. Ja, da kann man Arsch lecken. Oha. Aho. Hallöchen. Den Gang haben sie jetzt aber extra lang gemacht. Und shit, alter Mann. Stirb. Hier weiter zu Drags Flaggschiff sogar. Wow. Musst du dann nochmal auch so ein Space Battle machen? Yep. Was meinst du? Okay. Das hatte ich nämlich noch so ein bisschen im Kopf, aber ich war mir nicht sicher, ob das hier auch noch war. Das ist halt echt nochmal so ein richtiger Planet, ne? Mhm. Das ist schon krass. Okay, das ist ziemlich cool. Sie hatten auch echt immer dann auch in der Serie weiter noch so echt kreative Ideen, wie man mit, wo man mit den so Magnetboots teilweise so lang geht. Schon alles super neat. Im zweiten Teil kann ich mich eigentlich grundsätzlich auch nur noch daran erinnern, wie sie eben auch noch so Secrets, weil du bist ja auf dem zweiten Planeten, ja eigentlich der erste Planet, wo du dann hinkommst nach diesem Gefängnisschiff, wo du dir das Prototyp da retten wolltest, wo du dann auf Ozla, ist glaube ich dieser Sumpfplanet, hinkommst, um dort den Prototypen abzugeben. Da gibt es eine Stelle, wo du mit Magnetstiefeln hochgehen musst. Und da gibt es noch einen Secret-Boss. Das finde ich, da, sowas mag ich. Das ist richtig cool. Mhm. Das gibt's, also hier im ersten Teil gibt es das halt grundsätzlich noch nicht, aber why not? Was ich auch immer ganz nice fand und mir in Erinnerung geblieben ist, ist, wenn du in Tools of Destruction da auf dem, auf diesem Schiff von dieser Telvin rumkletterst. Da haben sie auch ein paar coole Kamerashots gehabt, weil du bist ja außen dran. Oh Gott. Ja, 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 ich finde ihn aber scheußlich. Der ist so unübersichtlich. Also jetzt nicht zwecks den Kameraperspektiven, das meine ich gar nicht, sondern das ist so labyrinthmäßig aufgebaut. Ich meine, an sich geht es nur im Kreis rum, aber. Na, wie? Es geht nur im Nö rum. Ja, Alter, auf mich zu staggern. Ist dir nicht bewusst, dass du gerade bei Drecksschiffen bist? Mhm. Quasi. Und Huge ist nicht mehr hier, also. Wir kamen full circle. Also genau dafür reicht ihm das Geld nicht aus. Tja, schade. Dann machen wir halt die Dreckschiffe alleine. Kann mal recht sein. Halt meine Dreckschiffe. Halt einfach teuer. Halt wirklich. Das liegt aber wahrscheinlich auch an deren Historie. Na, verfickte Scheiße. Oh. An deren Historie als großes Weltmeer-Imperium.
Den Track haben die aber auch gerade. Der Track fällt mir gerade auf, den haben sie auch im dritten Teil reused. Der wird, glaube ich, im Endlevel genutzt. Auf Lufarios Hauptstation oder irgendwie. Ja, doch. Viel in 3 einfach reused wurde, ne? Ja, mussten sie halt echt machen, weil das Spiel. Ich glaube, das ist ja auch nicht mal in einem Jahr entstanden, sondern irgendwie noch kürzerer Zeit oder so. Ja. Das war richtig krass bei dem Spiel. Das ist innerhalb der, ja nicht Entwicklungszeit von Ratchet & Clank 2, ja, was ich vorhin erwähnt hatte, gemacht worden, sondern halt wirklich in kurz vor Release von 2. Also mit 3 wahrscheinlich angefangen. Und dann, ja. Dann ging die Haupt ins los. Dann musste das nicht mal innerhalb eines Jahres fertig gemacht werden und dann wurde es halt irgendwann im Frühjahr dann auch released, 2004. Ich bin aber gespannt, wenn jetzt die Hooked Boys irgendwann dieses Jahr wieder so eine 2004-Liste machen werden. Wild Ratchet & Clank 3 platziert werden würde. Das könnte der höchste sein, wahrscheinlich. Gehe ich nämlich auch von aus. Die sind Doggies. Die sind hier unten. Ich fände es wild, wenn dann irgendwann die 2009er Liste kommt und einfach Batman Arkham Asylum irgendwie da drin auftaucht. Und dann so, oh, das Spiel ist übrigens jetzt 20 Jahre alt. Also, boah, wir müssen darauf 5 Jahre warten, darauf. Will nicht. Und da kommt dann das neue Ratchet raus, was auch. Endlich erfahren wir was über die Lombaxen, let's go. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Da fährt man endlich, dass Ratchets Vater den Schraubenschlüssel gebaut hat aus Raritanium, was aus dem Herzen seiner Mutter besteht. Und dann erfährt Ratchet so, ups, ich hab den irgendwie mal im zweiten Teil random in den Vulkan geschmissen. Upsi. Oh, ich liebe den Sprecher gerade. Willkommen auf Plag TV! Der klingt ein bisschen wie der Typ von Superbrain. Richtig! Die Hitlers! Ach, gibt's die lustigsten Superheldenreinfälle der Galaxie mit Captain Quark! Mit Captain Quark! Jetzt wissen wir, wo er ist. Schnappen wir ihn! Oh, endlich, finally! Okay, das war kürzer, als ich gedacht hätte. Ich glaube, zum Ende hin ist es auch nicht mehr so krass mit den Leveln. Die meisten Nebenwege, die du hier wirklich nur noch hast, sind für Goldbolts oder so einen anderen Shit. Scheiße, was kommt? Nichts bringt. Wie viel Bolts haben wir? Mir fehlen 300. Das kannst du auf dem Weg, das kannst du auf dem Weg doch zu dem Dingens einsammeln, zu dem Automaten, oder nicht? Schauen wir mal. Wenn du jetzt, ich glaube, das würde gehen. Nur dann hast du halt keine Kohle mehr für Muni und sowas. Wenn ja, das kriege ich, krieg ich hier auf dem Weg hin von dem her. Es kommen zwar noch verdammt viele Gegner vor. Also scheiß viele Gegner, aber das Endlevel gibt's mit, im Vergleich jetzt auch zum Vorlevel, mit am meisten Balls. Also wirklich verdammt viel Balls. Balls. Das sind richtig viele Balls. Du kriegst den Geschmack von Pferdeballs. Endlich. Ja, nicht nur, noch, nicht mehr nur auf der Lasagne. Das stimmt, ja. Ja, doch, das sollte sich ausgehen. Sage ich jetzt einfach mal, mir fehlen noch. Boah, ich dachte, ich sterbe jetzt. Dass ich wird da irgendwie abgeblockt oder so. Gott. Vorne waren noch welche. Die schnapp ich mir. Gotta catch them all. Nö. So, hier war doch irgendwo der Dingens nach oben. Jo. Kackfrösche. Diese Drecksfrösche. Mir fehlen 11 Balls. Mir fehlen 3 Balls. Oh, okay, hier sind noch Kisten. Okay.
Jawohl. Oh, geil. Jetzt kommt eine andere Farbe. Ich hoffe, jetzt farmst du noch für das nächste Ding, was 60.000 kostet. Ich glaube, ich kann es mehr. So eine kleine Farm-Session noch. Ich habe jetzt noch 21 Balls. Balls. Okay, nee, da ist nichts mehr. 8 Lehm. Mensch. Oh, fuck, falscher Weg. Ups. Mach doch einfach Schnellreise zum Raumschiff zurück. Easy. Ich mag den Track hier. Ich mag den atmosphärischen Track hier gerade, der läuft. Ja, der ist geil. So, let's go. Wenn ich gut bin, schaffe ich Drag auch First Run. Aber nur wenn ich gut bin. Ich glaube an dich einfach. Das Problem ist meistens bei mir eigentlich die der Weg zur letzten Plattform hin. Also die zwei Vorphasen quasi. Mhm. Wo die ganzen Bohmplatten kaputt gehen und alles drum und dran. Ist ein bisschen nervig. Ach stimmt, der Track hier ist ja komplett anders. Boah. Es würde auch nicht Sinn machen, wenn sie so diesen Happy-Go-Lucky-Track nochmal benutzen. Nee, doch. Oh, wie das hier klingt. Ich bin wieder zu Hause. Das ist geil. Oh, das ist ein geiler Track. Holy shit. Das passt doch voll. Müssen wir im Vergleich hören, wie der Track ganz am Anfang klang. Ob sie da so Elemente dann quasi raus benutzen, aber das jetzt in sowas Chaotisches hüllen oder so. Ja, doch, hier die Stelle jetzt. Die Stelle ist, ist auch im normalen Level. Das war das normale Level, im ersten Level halt drin. Irgendwas. Ne, wirklich, die Blitzwaffe ist die letzte, die man hier von bekommt, alles klar. Viele Frösche hier unterwegs sind. Wenn sie mal uns sehen, wie viel besser das Trefferfeedback im ersten, also wirklich hier in dem Spiel ist, als im Remake. Gerade mit dem Flammenwerfer, ja. Ja, vor allem mit dem... Holy, boah, der Flammenwerfer ist so... Der Flammenwerfer ist so scheiße. Vor allem, es ist ja an sich... Also, er sieht ja einfach aus wie einfach nur so ein Reused Asset von der Future-Reihe, dem Flammenwerfer. Aber er spielt sich irgendwie trotzdem anders. Und halt beschissener irgendwie. Er spielt sich halt direkter. Also, wenn du halt dich auch bewegst, die Flamme bleibt vor allem auch immer... Oh, Hilfe. Bleibt immer gezielt geradeaus, immer frontal. Ja, das ist. Ja. Spielt sich auch komisch einfach dadurch. Ich sehe mir eh die Steuerung dann nochmal ein bisschen auch angepasst im Remake, wo es dann ja nochmal mehr in so eine Third-Person-Shooter-Richtung eigentlich geht. Also war es ja schon immer, aber ich glaube, du weißt, was ich meine damit, dass du halt freies Aiming hattest. Ja, das Traven war direkt mit dem Zielen auch verbunden. Das ja, hattest genau. Du ja noch, ich glaube in Nexus hatten die das glaube ich schon mit, da bin ich mir jetzt aber gerade unsicher, hatten die das schon so implementiert, aber in der Crack in Time war es halt auch noch normales Traven, wenn man es vorher Ich glaube, du konntest in Into the Nexus beides machen, ich glaube, du konntest Traven und dann mit dem automatischen Anvisieren oder halt so aimen und ich glaube dann halt ab dem Remake haben sie quasi das so komplett unified. Obwohl ist das, hey, kann ich mal reden, obwohl es das auch quasi schon einen Gladiator gibt. Das stimmt, ja, in Gladiator hast du das da schon. Aber da ziehst du auch nicht direkt, du bist quasi schon immer durch. Da bist du immer, du bist immer im Aim-Modus. Er hat ja auch immer die Waffen einfach frontal vor sich. Was mich auch, ich meine, dazu kommen nämlich auch erst, da werde ich dann nochmal drüber schwärmen, aber was ich in Gladiator auch so richtig geil fand damals, als ich, oh Gott, Hilfe! Ja. Hilfe! Als ich das erste Mal gespielt hatte, wie die Patronen aus den Waffen rauskamen. Oh, das habe ich geliebt. Allein aus der Doppelviper, wie die da so seitlich rauskam. Oh, das war so geil. Das hat mein edgy Herz so richtig damals
Freude erfüllt. So, mach die Panzer. Jo, einfach One Hit. Alter, wie viel Bolz ich hier bekomme. Och, du Scheiße. Holy shit, the Rowley. Geil, ich unsichtbare Wand. Ich hab immer nichts erwischt. Das war keine unsichtbare, ich hab einfach irgendwo in der Mitte dann das Ding explodieren lassen. Ich hab nichts getroffen. Oh, oh, ja. Warte mal schon. Muss ich hier irgendwie durch? Kann ich nicht ein bisschen mehr zusammenstehen? Wo ich auch sagen muss, dass ich Veldin im dritten Teil optisch cooler fand. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie Veldin aussieht im dritten. Also aber natürlich optisch relativ ident wie hier. Aber also, ich kann war Veldin da ein richtiges Level oder auch so ein Multiplayer-Ding? Das Endlevel war so ein Multiplayer-Ding. Ja. War aber nicht wirklich, das Level gibt es halt wirklich dann nur in der Kampagne eigentlich. War halt eigentlich eher so ein Tutorial-Mission, kann man sich quasi vorstellen, wie es dann auch im Multiplayer aussehen würde. Eine Struktur jetzt aus. Dazu muss man ja auch irgendwie sagen, der dritte Teil ist auch ein bisschen so ein Prototyp für Q-Force. Ja, ich glaube, ich kann. Wenn man so aus der Perspektive irgendwie betrachten möchte. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich so dachten: so, hey, lass mal diese Maps irgendwie aus Ratchet & Clank 3 irgendwie umfunktionieren. Oder das Konzept davon umfunktionieren. Lass es noch beschissener machen. Und lass es noch beschissener machen, einfach. Ja, leider bemerkst du halt auch bei dem Spiel, dass es so unfassbar unoptimal. Geil. Alles klar. Wobei ich so vollkommen Q-Force trotzdem gerne mal spielen würde. Ich habe ja die Demo ultra viel gespielt als Kind, habe das Spiel aber nie gekauft. Ich kann es mal auf der PS3 nochmal runterladen und da mal die ersten 2-3 Levels spielen. Ne? Also das wäre jetzt. Das Spiel ist ja auch nicht so lang. Also nee, überhaupt nicht, aber. Da wärst du doch schon zur Hälfte durch. Ich würde das nicht nochmal durchspielen, allein aus dem Grund, weil es ab dem vierten Level absolut scheiße wird. Ah, okay. Also wirklich kacke. Die ersten zwei Levels sind piss einfach, also wirklich, da denkst du dir, okay, was spiele ich hier einfach? Das ist einfach Brain AFK-Modus. Das dritte Level ist dann wirklich herausfordernd, auch gut herausfordernd. Das vierte Level ist einfach purer Scheiße. Das fünfte ist auch genau gleich kacke. Und das sechste ist ein Boss, ist einfach nur noch der Boss gegen diesen Nerd. Das ist der beschissenste Boss, den du. Ja, was ist der beschissenste? Das mit Superlativen kann man schnell mit sich rumwerfen, aber. Das ist einfach scheiße. Das ist wirklich kacke. Schade. Aber gut, das Spiel. Ich weiß ja, dass ich die als Kind übelst gerne mochte, aber ich glaube, wenn ich das heute spielen würde, würde ich das nicht mehr gut finden. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Wobei ich sagen muss, an sich ist die Idee auch irgendwo cool, zu sagen, lass mal ein Ratchet-Spiel machen mit so Tower-Defense-Elementen. So. Also ich finde das zumindest für einen Spin-Off eine coole Idee. Nur halt, ja, das Spiel ist wahrscheinlich halt nicht so gut umgesetzt. Aber ich fände es cool, wenn sowas zum Beispiel vielleicht bei einem Hauptteil so auf so einem Planeten irgendwie zubekommen könnte. Wo man dann sagt, jo, hier machst du das jetzt mal irgendwie ein bisschen. Das wäre cool. Das wäre mir jetzt zum Beispiel lieber, wie immer so einen Open-World-Planeten einzubauen. Definitiv, dass du da wieder mal unterschiedlichere Gimmicks auch nutzen kannst und alles. Ja. Ist nämlich auch so ein Ding, was mir hier so auffällt. Ich habe das Gefühl so. Bitte, Insomniac, gib mir bitte mal wieder gescheite Arena-Planeten. Ja, das wäre auch nice. Gib mir zerstöre die Welt einfach wieder. Das ist so geil. Und nicht sowas wie diese Zukunft-Scheiße da schon wieder aus. Das war ganz schlimm. Also schlimm ist es nicht, aber es ist so lame. Also ich fand den Moderator halt schlimm. Also diesen Zuckern-Junior. Was cool war an was ganz cool war an dem Planeten, war, dass du da zumindest diese Bar hattest, wo die ganzen Leute so rumhängen und du konntest da auch so ein bisschen rumdancen und sowas. Hattest du so deinen Hub,
dein Hubgebiet ein bisschen hast. Ja, genau, das hat dir auch so ein bisschen so ein Vibe gegeben, dass du da irgendwie so ein Teil davon bist. Und das war cool, das kann sie ruhig wieder machen. Oder war halt was Einzigartiges. Aber wir müssen uns auch noch ein bisschen aufsparen, was für die nächsten Teile, dass wir nicht zu viel schon rumschwammen. Ja, okay. Das Ding ist nur so. Aber nee, wir können schon ruhig drüber reden, von dem her, wir werden uns eh relativ oft wiederholen. Das definitiv. Ja, wahrscheinlich schon. Und ja, auf jeden Fall, sowas finde ich halt irgendwie schon cool, wenn sie vielleicht mal so andere Gimmicks oder so mal wieder einbauen könnten. Und ich merke zum Beispiel auch hier bei Ratchet & Clank 1, ich habe so das Gefühl, da jeder Planet hat zumindest so mehr so eine eigene Idee, während bei Rift Apart, finde ich, schon viel so in einer gewissen Form verschmolzen ist. Obwohl sie da ja auch teilweise so, ne, du hast ja dann dieses Piratending, also diese Piratenwelt, wo du dann da dieses Ding hast, wo du dann diese Spiele da mitmachen musst, so für den Pete. Was eigentlich es hat cool schon gute ist. Einfälle, das definitiv. Nur, ich meine, ich hab's jetzt auch kürzlich mal wieder durchgespielt, letztes Jahr irgendwann mal wieder. Es hat dafür trotzdem zwischendrin zu viele Längen. Wo es dann halt die Uncharted-Inszenierung und alles drum und dran wieder mit drin hat. Was ich auch grundsätzlich cool finde, aber ich finde es eher charmanter, wenn es wieder wie in den ersten drei Teilen halt wäre, ne? Weil so eine Stelle aus dem zweiten Teil, die ich vorhin auch mal angesprochen hatte mit diesem Transporter, der da auf dieser Schneewelt da umfliegt und wo man dann hingeht zum Bosskampf gegen den, gegen die maskierte Frau. Das ist ein cooler Moment, aber der findet halt einmal statt. Das war es dann grundsätzlich dann auch wieder. Und dann hast du halt ein normales Ratchet-Gameplay. Und das vermisse ich halt teilweise ein bisschen. Das ist manchmal ein bisschen zu groß aufgesetzt dann einfach. Ja, das stimmt schon. Aber das ist, glaube ich, auch einfach der Historie jetzt einfach. Ja, und halt, dass Sony halt generell einfach so so gefühlt halt in Alien-Spielen halt so einen Cinematic halt Push irgendwie haben wollen, dann halt Ratchet davon halt keine Ausnahme bildet. Bin aber auch sehr gespannt auf das Wolverine-Game. Also von dem geleakten Content, den ich gesehen habe, klar, sehr viele sagen auch, warum rennt da Wolverine jetzt Wall One-mäßig da rum, was ich aber mega geil finde, also das, ich finde das gerade geiler als Spider-Man. Da habe ich schon ultra Bock drauf, aber. Ja. Ich fände es cool, wenn das Klettern in Wolverine mehr so eine Prince of Persia Sense of Time-Richtung gehen könnte, gerade wenn er Wall runnen kann und so. Vor allem, wenn es jetzt abgeschlossenere Gebiete sein sollen und nicht diese New York Open World. Ja. Also, ich habe mir ja tatsächlich von den Leaks sehr viel angesehen und das ist ja einfach, ja, kein Open World-Spiel zum Glück. Das ist ja von der Struktur her tatsächlich näher dran an Ratchet & Clank dann ja wahrscheinlich sogar. Wollte ich auch gerade sagen, nämlich durch diese eben geschlossenen Gebiete, dass das dann leveltechnisch mehr wie in Ratchet & Clank wahrscheinlich funktioniert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du vielleicht dann auch an alte Gebiete irgendwie zu bekannst und sowas, auch manchmal, wenn du willst. Aber halt, dass die halt trotzdem immer so geschlossene Gebiete einfach sind. Kann ich mich hier irgendwo verstecken für den Typen? Ne, das wird hier nicht passen, hier werde ich getroffen. Ich bin halt einfach eigentlich eher nur gespannt, wie die Levelstruktur dann nämlich dahinter sein wird, weil es kann ja trotzdem noch immer noch, obwohl es geschlossenere Gebiete sind, immer noch ein blendes eine blendere Open-World-Struktur halt sein. Das hoffe ich jetzt einfach mal nicht, aber sein kann es trotzdem. Also ich glaube, dass es das nicht haben wird, weil du scheinbar halt in sehr viele diverse Orte halt kommst. Also du bist quasi nicht einfach nur in einem Gebiet, was dann mehrere so Teilgebiete hat, wie zum Beispiel jetzt bei den neuen Tomb Raiders oder so, oder bei God of War. Yakuza, jetzt nur als Beispiel, ne? das soll jetzt nicht strukturtechnisch gleich sein, aber dass du halt einfach nur eben in Tokio bist und dann einfach nur die einzelnen Bezirke hast, jetzt als Beispiel. In der Form.
Ja, genau, so ist es nicht. Also es ist tatsächlich da auch näher dran an Ratchet & Clank, dass du, sag ich jetzt mal, also du hast natürlich nicht verschiedene Planeten, aber halt, du hast halt da wenigstens scheinbar abwechslungsreichere. Du hast da halt verschiedene Städte, die du teilweise halt gehst und Orte und so, die darauf schließen lassen, dass es nicht in so eine Semi-Open-World-Struktur, glaube ich, geht. Also ich glaube tatsächlich, dass es strukturell könnte das sehr nah an Ratchet dran sein. Das sieht cool aus. Wie viele Waffen mir fehlen eigentlich noch? Also ist das auch keine Waffe, das ist falsch. Wieso ist dieses Welding-Level jetzt noch so lang? Wir sind bei der Hälfte. Oh wow. Obwohl, stimmt. Das weiß ich gar nicht. Aber der Gold Bolt muss sein. Der muss sein. Den muss ich mittaken. Ich bin auch ganz ehrlich, der Red Bull hat mir wirklich weiter ausgeholfen. Ich bin noch echt gut am Start. Was? Du sitzt schon so eingesackt auf dem Sofa. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Oh Mann. Ich wünsche mein Headset wäre kabellos, da würde ich mich jetzt, glaube ich, legit damit ins Bett legen. Hörst du nur aus der Ferne, bist du fertig. Ein bisschen. Ich hab gerade den Boss verschissen. Dauert nochmal eine halbe Stunde. Also, ich muss nochmal das komplette Level spielen, meine Playstation ist abgestürzt, sorry. Fuck. Ich hoffe, du bist jetzt ganz am Anfang von dem Scheiß-Level einfach. Ich hasse dich. Es ist nicht der Anfang, aber es ist nah genug dran. Alter. Das geht gut aus. Was soll denn das normalerweise? Normalerweise springe ich dann Schienen abgrund. Normalerweise schaffe ich das immer. Normalerweise stoppt Ratchet in der Luft. Was soll der Schwachsinn jetzt? Mann, nee. Mann, nee. Vielleicht sind ja die ganzen Gegner nicht respawnen, wenn wir Glück haben. Das ist der erste Ratchet Clank. Vielleicht ist es ja wie guck mal, in wir sind alle Gegner Borderlands. Vielleicht ist es ja wie in Borderlands, dass wenn der Gegner tot ist, er einfach nicht respawnt. Vielleicht sind es ja nur Geister. Und du kannst da einfach durch und die machen dir keinen Schaden. Das Dark Souls 2, wenn ich die oft genug besiege, dann spawnen die einfach nicht mehr. Oh, let's go. Ich erledige die schnell von hier hinten. Wie viele von denen ja auch rumschwirren, ne? Und dann auch noch so getrennt. Sind ja immer noch zwei. Noch zwei weitere, ja. Alter. Oh. Nee, das ist ganz schön. Ich glaube, das ist einer erwischt. Na, einer habe ich erwischt, das war eine schon. Aber leider nicht beide gleichzeitig. Wenn sie jetzt aber trotzdem noch machen, auf der nächsten Plattform sind noch zwei gewesen. Während das Ding ja so weit fliegen kann. Geht doch nicht. Okay. Das ist aber das Positive am zweiten Teil. Genau wenn das passieren würde, wenn ich sterbe, dann spawnen weniger Gegner, wenn ich dann schon einen Teil gespielt habe. Das ist gut. Ich frage mich aber, ob der erste trotzdem eine gewisse Form von Adaptive Difficulty schon hatte oder nicht. Würde mich interessieren. Zweifle ich mal. Also bis auf die Nanotech-Kiste. Da ist ja noch einer!
kommst du her? Oder ist der gerade da mit... Ach, der ist da gerade mitgespawnt. Okay. Ein Schlawiner. Der standet gerade so gut nebeneinander. Warum musste der jetzt weggehen? Und da hinten sind noch zwei. Ah, hallo! Der einfach ausweicht. Töte sie oder du bist selber Nazi. Du willst mich verarschen. Du standest genau daneben. Du kriegst ihn direkt in die... Oh. Mann! Wie mobbt mich. Jetzt mit dem Frosch erwischen. Hallo! So gut. Oh. Der ist richtig am rumdodgen, ey. Der hat einfach Rewatch Time aktiviert. Wirklich? Gott! Okay, jetzt bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Einen Gegner? Ich sehe keinen. Ich bin aber in dem Teil wirklich eingerostet. Man merkt, dass ich das Spiel 5 Jahre nicht mehr gespielt habe. Nämlich bei manchen Passagen mal so durchgewascht. Hier nicht. So, das ist die Stelle, die ich mal vorne auch meinte, dass du hier mit den Dingens gar nicht hoch kannst. Wenn ihr wirklich das Helipack wechseln musst. Weil mit dem kommst du nämlich höher. In wenigen Stellen, wo... Ja, ja. War das eigentlich nur im ersten so oder in späteren auch noch? Das ist wirklich nur im ersten so. Das ist halt das Weirde. Gehen wir mal runter. Okay, danke. Was soll denn das? Mann. Oh Gott. Let's go. Let's go. Oh, als ob ich den da vorne nicht erwischte. Hallo! Also, ich glaube, jetzt muss ich vielleicht alternative Taktik machen. Ich raste aus! Ich erinnere mich noch, als ich noch das Spiel so krass gelobt habe, dass das keine unsichtbaren Wände hat. Vor allem, ich erwischte ja auch nichts. Aber die Stelle vom Soundtrack gibt's auch im dritten Teil. Die gibt's auf dem Planeten, wo man dann diesen Bio-Bliterator, oder wie der nochmal hieß, kaputt schießt. Das ist natürlich relativ präsent. Ich muss ihn natürlich wieder öfter treffen. Hallo, geh doch kaputt. Wie viel stärker der Wieso-Bombenwerfer ist, holy shit. Das ist einfach deine Sniper. Oh mein Gott. Das ist auch die Sniper hier im Spiel. Ja, das war wahrscheinlich. Also dann gibt es eine Sniper dann wirklich auch im zweiten Teil. Ja, wobei es da, also das ist schon nützlich und so, aber halt sobald man ja das Strafe hat, sind die Sniper-Waffen, habe ich so das Gefühl. Die nutzt du auch nicht so meistens krass nur wie für die großen Bosse, weil die halt größere Hitboxen natürlich haben. Ja. Weil ab 2 sind ja eher so AOE-Damage-Waffen die besten. Es gibt da ja diesen einen, der diese Kettenblitze da verschießt, die ist so fucking insane stark. Im zweiten und dritten gibt's die. Ich glaube schon im ersten. Ne, im ersten gibt's noch nicht. Ja, also so, da schießt du so eine Elektrokugel ab und die verteilt sich dann nochmal mehrmals von Gegner zu Gegner auf so. Das ist so eine extrem. Ich habe den Namen vergessen, aber das ist. War das nicht eine. War das nicht so eine. Oh, wie heißt der Scheiße nochmal?
Gott, mir fällt jetzt das scheiß Wort nicht ein. Ist wirklich viel zu spät gerade, wo wir es aufnehmen. Ich habe wirklich gerade das Wort nicht dafür ein. Das ist echt schlimm gerade. So. Das bringt mir auch nix. Schwerstes Rätsel. Oh Gott, Digga, was ist denn das? So, dich kann ich eh nicht hier platzieren. Das ist genau. Muss ich ja so platzieren, Mann. Nee. Ich hoffe, das ist das Rätsel vor dem Endbossraum. Das letzte Dietrich-Rätsel, glaube ich, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also nicht Quark anfunken und er gibt dir das Rätsel zur Lösung wie im Remake. Ratchet probierte 50 Stunden lang, bis er das scheiß Dingens da fertig gemacht hat. Das ist aber auch so, das ist ein gutes Feature, einfach, oh Gott sei Dank. die Sachen einfach zu überspringen. Ich glaube, die brauchst du für einen Platin-Trophy. Ich finde, die sind jetzt auch im Remake auch nicht so schwer. Gleich schwierig wie jetzt hier im Original. Hab ich jetzt eigentlich wieder. Natürlich habe ich die nicht bekommen. Die bräuchte ich hier jetzt gerade. Gegen die nämlich. Gott sei Dank haben wir sie noch dafür bisher. Das läuft doch gut. Brauche ich doch gar keinen Laserbombenwerfer. Vielleicht den Goldbolter rechts dann noch gleich holen, wo man da hinspringen kann. Und dann sterbe ich. Nee, ist mir jetzt nicht mehr. Den hole ich nicht. Oh Gott, ist da. Das kannst du dann ja im New Game Plus 4 machen oder so. Natürlich. Vor allem, weil wir das auch mehr haben. Das werden wir definitiv noch machen. Und zwar, sobald wir den ersten Playthrough abgeschossen haben, geht's direkt weiter, Leute. Also bleibt dran. Ich kann nicht mehr. Ich hab noch viel Muni für das Ding. So. Noch die Stelle mit Riesenklang gleich. Gott. Und dann sind wir eigentlich gleich beim Endboss. Ich hab hier oben kurz noch angeböllert. Ja, doch nicht, okay. jetzt muss ich, glaube ich, rein. Da du ein Hydro-Pack hast, kannst du durch Halten der R1-Taste seine Turbodüsen. Nun, da du ein Hydro-Pack hast, kannst du durch das Halten der R1-Taste. Du hättest ja nochmal auf den ersten Planeten zurückfliegen können, da, glaube ich, irgendwie einen Goldball oder irgendwie so eine Sidequest oder so zu machen. Das ist ein Name. Amobüün. So, dann Riesenklang verwandeln.
frage mich, wie sich das anfühlt, so eine Transformation durchzumachen. Das ist quasi wie wenn du zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehst und du denkst, boah, krass, Alter. Dein Penis hält doch nicht groß. Nee. Nö. Aber es ist tatsächlich so, dass der Penis schnell steif werden kann im Fitnessstudio. Bitte noch. Falls du diese Info mal brauchen solltest. Das steht hier. Das liegt vielleicht an der Blutzufuhr, weil je nachdem, wie du trainierst, an was für Geräte du benutzt. Nach allem, was ihr durchgemacht habt, Schwachköpfe! Da, wo alles anfing. Das ist so poetisch. Jetzt gilt es, Klein. Spricht auch komplett anders als im ganzen Spiel gegenüber. Ich frag mich, wo gerade Dr. Nefarius im Hintergrund sitzt und so sich schelmisch die Hände reibt. Und sich so denkt, wenn die nur wüssten, diese Fleischler. Ich hätte euch vielleicht gebrauchen können. Schade, dass ihr die falsche Seite gewählt habt. Ah, der Blick. Huch. Ja, jetzt weiß Clank, wie es sich anfühlt. Wie Ratchet Clank immer auf den Rücken hat. Ist nicht irgendwo ein Dingens, wo ich Sachen kaufen kann? Ach, hier vorne. Der kommt nach da vorne, ja, okay. Ich brauche dringend Munition, ja. Hallo, Fellknoll. Ich könnte... Kann man sich Sachen kaufen. Der Visibomb-Werfer bringt aber nicht viel bei dem Boss, ne? Wahl. Vor allem, ich muss... hab ich denn... Ja, die Elektro-Clown wäre bei dem eigentlich gar nicht schlecht, aber... Können wir uns nicht mehr leisten. Ja, gegen die kleinen Gegner, aber da nutze ich dann einfach nur noch den Flammenwerfer. Ich werde hier mal den PDA reinmachen. Das Problem ist halt einfach nur, mit dem PDA kostet die Munition deutlich mehr. Ist jetzt aber wurscht, im Kampf ist das gar nicht, ist das wirklich nützlich. So. Mal schauen. Todeshandschuh habe ich ausgerüstet, Todesbomben auch. Die Saukanone könnte ich eventuell noch nutzen für die kleinen Gegner, die er spawnen ist. Ihr wisst. Oh Gott, das sind ja auch schon die Plattformen, die hier runtergehen. Was ein epischer Track gerade. Hier ist auch eigentlich genug Munition grundsätzlich. Das macht gut Damage. Eine Wiese finde. Boah. Ja. Ich glaube, ich habe diesen Kampf noch nie mit 8 Leben gemacht. Bin mir nicht sicher. Vielleicht überschätzt du ihn ja auch nur aufgrund deiner kindlichen Vergangenheit. Und jetzt ist es so, ach, jetzt im Erwachsenenalter easy. Hallo? Nein. Alter. Magst aber, wie sehr die Kamera hier rauszoomt. Ja, stimmt. Gott, hast du schon gewechselt? Vielleicht früher sagen sollen. Ja, du musst. Fuck! Das ist ja tatsächlich eine der Quality of Life Improvements, die ich sehr, sehr mag in den späteren Teilen. Hallo, kann ich bitte nicht runterfallen? Dass die Scheiße einfach immer automatisch dann zu den Greifhaken switcht. Weil man diese Gadgets generell nicht mehr ausrüsten muss, sondern das wirklich so meistens. Ja, vor allem, dass ich im zweiten Teil, selbst wenn es das noch geben würde, ist einfach Standbild. Ist einfach Pause. Mit
Munitionsscheiß endlich gar nicht mehr rund im Bunde. Machen wir mal den Angriff, der sagen wir nicht. Letzten Plattform werden wir auch sehr lange auf den Grind-Schienen rumdingsen. Ach so, stimmt, ne? Weil. Ja. Man muss den kompletten Kampf. Ich bin, weil jetzt habe ich wieder Full Life. Man muss den kompletten Kampf in einem Rutsch schaffen, ne? Yep. Da gibt es keine Checkpoints. Nee. Gott. Für das Kacken. Hier gibt es nicht mal Munition. Was? Autofokus vom Blaster ist hier gerade sehr hilfreich. Sieht doch recht ganz solide ab. Ja. Ich glaube, manchmal wird es dann einfach so gedroppt, wobei da ist. Oder die spawnen rein, wenn das. Stimmt, das war doch so in dem, hier bei diesem Fight, wenn das Spiel merkt, der hat nichts mehr, dann spawnen die doch einfach Kisten rein. So war das. Zum Greifhaken. Ich gehe extra den langen Weg, um den Kobold rumzusehen. Gott, Hilfe. Ja, nice. Oh. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das war fies. Alter. Es ist also soweit. Wenn ich auf diesen Zündschalter trete, beginnt. Ach stimmt, da muss man dann ja auch immer ab und zu wieder in die Mitte gehen. Dann ich muss auch auf den Hydro-Ding wechseln. Es muss ein anderer Weg existieren, ihrem Volk eine Heimat zu geben. Auf das Hydro-Pack. Du darum geht es? Düsen-Pack so rum. Du hat unsere Welt verschmutzt. Gute geile Twist. Es geht nur um eine einzige Sache. Ich tat es für Geld. Geld. Jede Menge davon. Wisst ihr, jeder Quadratzentimeter der neuen Welt wurde mir bezahlt. Wenn die Bewohner hier einziehen, werde ich diese Welt auch verschmutzen. Dann fängt die ganze Sache wieder von vorne an. Brillant. Ich bin ein Genie. Sieh, böser, kleiner. Böser, kleiner Mann. Spaß dir, Clank. Wir müssen den Timer stoppen. Den Timer stoppen. Führe einen Powerschlag gegen diesen Schalter aus, um den Countdown zu stoppen. Powerschlag aus. Schläge werden durch Springen und Drücken der R1-Taste ausgeführt. Ah, das ist automatisch ausgerüstet worden. Hm. Wow, das ist nice. Okay, danke schön. Hallo. Oh mein Gott. Ich hoffe, du schaffst es jetzt einfach nicht auf den Knopf zu drücken. Ah, das war das. Oh, fuck you. Oh nein. Oh, fuck you. Oh nein. Das grünes Leben. Ich muss eigentlich nur warten, bis er diese Scheiß. Wir sind schon despawned. Okay. Nein, lass mich not. Dieses Flammenmeer ist einfach wie gewisse Final Fantasy 16 Bosse.
Also stimmt, so war meine Taktik immer. Ich habe immer gewartet, bis er die Bomben dann nämlich wieder abwirft. Wenn er das mal irgendwo machen sollte. Nee, er schießt mir am Minen, okay. Frag mich, wie viel Schaden du mit Flammenwerfer nehmen auch könntest. Aber ja, ich würde vielleicht. Hat er danach noch eine Phase? Ja. Du musst eigentlich 7 Leben easy ausweichen. Warte mal, so komm. Immer auf meine Döner-Pizza, die ich nicht esse. Ich hab lange keine Kebab-Pizza mehr gegessen, hätte ich eigentlich schon gebraucht drauf. Ja, bitte drauf. Ich will dich nicht blamieren. Muss ich das mal machen in der Mitte? In der Mitte, genau, ja. Oh Gott! Ja, danke schön. Oh, oh. Wow. Der einfach so hört und halt nicht. Ach, Spiel, Mann, was wird das spielen? Das Geräusch. Das klingt auf jeden Fall sehr authentisch. Bemerkt, ich bin gerade für 10 Sekunden eingenickt. Der Boss hat auch viel zu viel Leben einfach. Vor allem in der Endphase. Schieß doch bitte eine Bombe. Das ist quasi der Malenia-Fight aus Elden Ring. Alter! Ey! Oh, danke. Wo gehen die Schüsse hin? Bro! Treffen ihn nicht. Ja. Aber das Geilste, wenn er die Attacke hier macht. Oh, 4! Du hast ihn zweimal getroffen. Schon, aber unsere Aufnahme mit.
aus. Problem ist, du kriegst hier keine Munition wieder. Das stimmt. Aber du hast ja. Oh Gott. Er weiß, was ich mache. Oh, okay. Spiel, okay. Ich grinde. Ah, ja, sehr gut. Richtung, wo ich gar nicht glaube, hier ist es besser. Ich hoffe, du stirbst jetzt einfach. Mach doch bitte eine coole Attacke weg. Das war knapp. Schieß doch bitte eine Bombe. Das ist immer ein bisschen knallend weg. Das war sehr knapp auch wieder. Oh, schieß Bomben. Nein. Boah, der Kampf ist echt ein bisschen scheiße. Oha. Der hat einfach Muni gespawnt. Ja, soll also meine Bombe wieder zünden. Dann hat das Spiel auf jeden Fall auch zumindest so. Ich brauch grad. Ich leider kein Leben. Wow, mach doch. Passt schon, du hast noch 4 Leben. Und er hat nur noch 1/4 Leben. Wenn überhaupt. Oh, 2 Schüsse. Wo noch immer jetzt der zweite dahin gegangen ist. Fixed Attacke. Ja, danke. Das ist wieder nicht beste. Fuck me. Oh Gott. Why? Warum kann er da überhaupt hinschießen? So dumm. Hallo, Feldknäuel. Eine gute Wahl. Ich frag mich, ob die Todeshandschuhe sich was bei ihm bringen. Das ist mein Problem. Ich hab eine Frage. Kannst du einfach morgen noch das fertig streamen vielleicht?
Kannst du auch einfach für mich jetzt fertig spielen. Also wenn ihr das nicht so ausmacht. Weil ich bin... Ich kann nicht mehr. Ach so, okay. Weil ich kann gerade wirklich nicht mehr. Ich bin so fucking am Ende. Ich gehe jetzt pennen. Ja, gute Nacht. Dann, dann kannst du es auch, wie du dann, je nachdem, wann ich es hochlade. Okay. Ja, dann gute Nacht und alles klar, nee, gute Nacht, ja. Töte diese Dreckschiffe! Diese Dreckschiffe, die erledige ich jetzt immer, die Dreckschiffe. Sehr gut. Ciao. Bis nächste. So, dann probieren wir uns jetzt noch ein Line-Up. Und hoffentlich schaffen wir es diesmal auch. Weil holy fucking shit ist das gerade absolut kacke nervig. Wirklich extrem wenig Damage gegen den, das ist insane. Okay. Jetzt kriegst du auch so gut wie nix. Scheiße. Ich vergesse es jedes Mal. Fellknäuel. Ich hoffe, ich habe noch genug Munition. Na gut, für den Scheiß schon. Ich muss mir das merken, dass ich für die Plattform da wieder wechsle. Oh, es ist absolut nervig gerade. Es ist halt auch insane, wie Spieler aus der Zeit so eine Streckung haben können. Bosse einfach absolut schwer machen. Ich habe einfach nur gar keine Lust mehr auf die dritte Phase. Ewig dauert. Zieht sich so lange. So. Jetzt kann ich direkt wechseln. Kann ich das überspringen? Schade. So, aber diesmal jetzt. Danke. Diesmal kommt es nicht, aber wir müssen es, glaube ich, hier direkt deaktivieren. Ja. Okay. Oh Gott, Hilfe. Danke. Ja, das wird klar. Ich
Gegend zu pushen ist aber auch gar nicht mal schlecht. Muss das sein? Schau mal. Der Tod ist plötzlich hier was bringen. Guck mal. Diesmal bitte richtig. Ein bisschen mehr auf die Mitte. Klappt das schon. Mist. Eine Stamine einholen. Boah, was? Was ist denn das für ein Scheißangriff? Wenn er den Plasma-Angriff da oder was auch das auch immer ist, macht, dann soll er sofort irgendwie verschwinden. Das ist nicht nervig. Das ist noch nie passiert jetzt in dem Fall. Warum passiert das jetzt? Hallo, Fellknäuel. Ich kann nicht genug Money kaufen. Verfickte Scheiße, ey. Das ist gerade nervig. Ich hab den nicht so nervig. Also ich hab den schon nervig in Erinnerung, aber nicht so nervig. Das zieht gerade alles aus mir. Meine ganze Lebenskraft. Wenn dann noch die Kameraperspektive spinnt, ja, macht mir da einfach nichts. Können wir das auch machen. Mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier gerade so wenig quatschen kann. Ich muss mich so hardcore konzentrieren. Oh, bitte wieder die richtige. Danke.
Jesus fucking Christ. Spiel. Ich habe gerade gar keine Muni für irgendwas, ne? Zwei Geisterschüsse. Gott, ey. Nur so ein kurzer Schockmoment, wenn ich das richtige Gadget ausgewählt ist. So. Dann kommen wir jetzt endlich zu Nummer, wie oft mache ich das jetzt? Nummer 4. Ja. Nummer 3, glaube ich, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall zu viel. Ich darf nur sagen, dass das gut läuft, sonst läuft es gleich wieder richtig beschissen. Frage der Zeit. Nicht in die Richtung.
Hier hin, Ratchet, bitte. Ich heul gleich. Das war Mario tot. Was ist? Hey Clank, weißt du was? Diesmal denke ich, was du denkst. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Was würde passieren, wenn ich jetzt hier in den Tod stürze? Insanity. Das war knapp. Clank, du kannst uns jetzt wieder hochziehen. Die Servos in meinem Arm scheinen kaputt zu sein. Kaputt? So wie Sturz in den Tod kaputt? Ja. Gerade noch so gerettet. Das war knapp. Danke. Mein Arm scheint sehr schwer beschädigt zu sein. Ah, das wird schon. Allein und zurückgelassen. Wie ein Welpe. Im Walde. Hat er verdient. Wo willst du denn hingehen? Wir müssen doch noch den Arm reparieren. Das ist das Ende? Kommt da nicht noch eine Katze?
Das ist das Ende. Leute, wir haben es geschafft. Und gefühlt 5 Stunden für den Endboss jetzt gebraucht. Gott, ey, das war jetzt nervend auf Rand. Boah. Ich danke auf... Ich kann schon nicht mehr reden, Hilfe. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier zugeschaut habt bei meinem ersten richtigen Projekt. Was ich auch mal zu Ende geführt hatte. Wir werden demnächst auch mal Ratchet & Clank 2 fortführen. Das wird dort unser Marathon nämlich beenden. Aber wir haben jetzt erstmal den ersten Titel fertig von, keine Ahnung, gefühlt 10 Haupttiteln, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Maybe schauen wir dann noch auf die Spin-offs mal ganz kurz rein, dass da noch eine so eine kleine Zwischenfolge mit drin passiert. Aber so grundsätzlich sind eigentlich nur die Hauptteile geplant. Und als nächstes kommt eben der zweite Teil, Going Commando. Es tut mir jetzt nur wahnsinnig leid, dass eben das Ende ein bisschen abgehakt ist, jetzt wo Ariel und alles drum und Huge vor allem nicht mehr drin waren im Talk. Aber wir nehmen das alles auch relativ spät meistens auf, deswegen. Aber wir haben es geschafft. Und mit Fiegfeuer haben wir jetzt auch Drake besiegt. Das freut mich. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir machen dann als nächstes Ratchet Clank. Es ist viel zu spät, Hilfe. Wir haben schon 2:30 in der Früh. Wir starten dann demnächst mit Ratchet Clank 2 weiter. Damit. Gute Nacht. Haben Sie ein Problem mit Körperbehaarung? Bringt Sie schmerzhaftes Jucken im Intimbereich in peinliche Situationen? Oder stinken Sie ganz einfach? Dann brauchen Sie das, den persönlichen Hygienator von Gadgetron. Hi, ich bin Steve. Mac Quark. Und dieses kleine Ding kümmert sich um alle Reinigungen, die Ihnen selbst ganz einfach zu lästig sind. Ich werde es Ihnen jetzt vorführen. So. Schalt aus, schalt aus!